Hallo und herzlich willkommen zurück zu Diablo 4. Ja, in der letzten Folge haben wir so einiges gemacht und es ist auch lange geworden. Und in der heutigen Folge wird es wahrscheinlich noch länger, weil wir hier ein ganzes Stück hochlaufen müssen. Warum? Ah, jetzt. Das ist nur für einen Druiden, also brauchen wir das im Endeffekt jetzt nicht zu machen. Wir müssen aber irgendwie gucken, dass wir hier hochkommen. Ort markieren. Können wir das auch einfach so? Ja, können wir auch einfach so. Perfekt. Dann würde ich sagen, ist das nämlich einfacher, als immer wieder auf die Karte zu gucken. Das habe ich ja beim letzten Mal gelernt, dass man mit X hier quasi die Wege markieren kann. Ach, jetzt wollte ich den Typen gerade schon angreifen. Hilfe. Ich bin ja noch in der Stadt. Sagt mir das doch einer. Ja, ich hatte vergessen, dass immer eine große Warnung kommt, wenn man rausgeht. Was ist eigentlich mit meinem kleinen Wolf? Der schläft immer noch. Warum seid ihr nicht aufgeladen, Jungs? Jungs, geht weiter. So, da können wir dem Pfad folgen. Oha. Oha. Eieiei. Das war jetzt heftig. Aber die sind auch schnell kaputt gegangen. Dein Ernst, dass der jetzt gestorben ist, bevor das quasi bei ihm angekommen ist? Toll. So, nein, ihr sollt nicht da unten wie blöd rumlaufen, sondern ihr sollt mir folgen. Hier ist eine Stadt. Oha, oha. Sehr, sehr geil. Ja, cool. Dann haben wir demnächst nicht mehr so einen langen Weg vor uns, wenn wir mal da oben hin müssen. Das finde ich gut. Kann man hier eventuell auch. Ah ja, doch, das kann man auch. Sehr gut. Das wollte ich wissen. So. Ich will aber nicht durch dieses Gebiet durch, wo die da wieder so ein Event-Ding oder sowas haben. Nein, geht mir einfach nicht auf den Sack, Jungs. Oh. Was ist denn das für einer? Der hatte gerade einen Totenschädel, glaube ich, dran. Oh, der hat auf jeden Fall irgendwas dran. Ich will den roten Topaz. Gib mir diesen scheiß roten Topaz. Das ist das, was ich meinte. Man kann nicht einfach mal was aufheben. Weil man dann immer am Schießen ist, wenn dann irgendwelche Gegner noch in der Nähe ist. Das ist total nervig. So. Wäre nur schön, wenn meine Essenz sich ein bisschen schneller aufladen würde. Ich befürchte nämlich, dass hier öfter mal so Riesengruppen kommen werden. So, Essenz. Guten Tag. Und nicht genug Essenz. Mach den mal bitte platt für mich. Dankeschön. So, wir müssen hier rum. Einen steinigen. Ach ja! Da konnte man, glaube ich, nicht weitermachen in der Closed Beta. Da wurde man immer wieder zurückgebackt. Das war's. Ich hoffe, dass wir jetzt durchkommen. Und dass wir nicht auch wieder zurückgebackt werden. Ja, aber daran erinnere ich mich noch. Doch, doch. Und hier ist eine Stadt, so wie es aussieht. Oder? Nee. Sah aber gerade aus wie eine Stadt. Da unten könnte eine Stadt sein.
Doch, hier ist die Stadt. Ach, sehr schön. Segen des Lichts. Wenn ihr etwas benötigt, sprecht mit dem Wachkommandanten. Dankeschön, Dankeschön. So, da ist er. Ich bin auf der Suche nach einem Horadrim namens Donen. Ein alter Freund schickt mich. Um diese Uhrzeit ist er sicherlich in der Bastion. Sprecht mit der Wache an der Tür. Die ist da oben. Das ist so groß hier. Ich verirre mich hier sonst. Die Wache da. Ich habe eine dringende Nachricht für Donen. Er ist mit seinem Sohn oben in der großen Halle. Haltet euch kurz. Vielen Dank. Habe ich jetzt gerade die Tür aufgetreten? Geil. Zu Ehren des großen horadischen Magiers Donen und der tapferen Druiden Arida und Nafain, die den Dämonen Astaroth besiegten und den Tagen der Asche ein Ende setzten. Oh mein Gott. Oh, es ist eindeutig zu früh heute. So, Moment, wir müssen irgendwie hoch. Vater, ich sollte mit den anderen Rittern auf dem Feld sein. Warum so eilig, mein Junge? Ich habe einige meiner alten horadrischen Folianten gefunden. Bleib hier und wir gehen sie zusammen durch. Ich kann einige mitnehmen. Wir haben einen Gast. Echt? Ich stehe voll zwischen euch, aber schön, dass du es bemerkst. Wir reden später weiter. Benötigt ihr etwas? Ich bringe Nachricht von Lorat. Ah, das ist mal ein Name aus einem anderen Leben. Ist der alte Mann nun endlich vom Berg gestiegen? Mit einer Warnung. Ein uraltes Übel zieht umher. Die Dämonin Lilith. Und woher genau wisst ihr das? Seid ihr und Lorat auf etwas gestoßen? Vielleicht hängt das mit dem zusammen, was ihr gesehen habt, Vater. Ja, dazu wollte ich gerade kommen. Es gab einen Vorfall auf meinem Anwesen. Vielleicht sollten wir das dort besprechen. Geht hin und macht euch selbst ein Bild. Ich komme in Kürze nach. Dann können wir weiterreden. Was deine Bitte betrifft, geh nach Breistak und sei vorsichtig. Bleib dicht bei den anderen Rittern der Reue. Werde ich. Keine Sorge. Also ich will ja nichts sagen, aber ich stehe immer irgendwie total komisch, als ob ich nach hinten fallen würde, weil ich gerade Kreislaufprobleme habe. Vielleicht ist das ja auch der kleine Wolf, dass der einfach zu schwer ist. Ich bin mir nicht sicher. Welches Verhältnis habt ihr zu Lorat? Wir haben in den letzten Jahren nicht oft miteinander gesprochen. Aber wir haben eine gemeinsame Vergangenheit. Wir sind Brüder der Horadrim. Ich bin wahrscheinlich der einzige Freund, den er heutzutage hat. Beziehungen sind nicht gerade seine Stärke, wie ihr bestimmt bemerkt habt. Könnt ihr mir mehr über den Zwischenfall erzählen? Es geschah erst neulich, tief in der Nacht. Zuerst dachte ich, es sei ein Albtraum. Aber leider war dem nicht der Fall. Ich muss hier noch ein paar Dinge erledigen. Dann können wir im Anwesen weiterreden. Ich bringe düstere Neuigkeiten von den zersplitterten Gipfeln. Ratma ist tot. Ich überbrachte Inarius die Prophezeiung, um ihre wahre Bedeutung zu entschlüsseln. Ich hätte nie gedacht, dass er deswegen seinen Sohn töten würde. Und jetzt befindet sich genau das, was er wollte. Dieser infernale Schlüssel zur Hölle in den Händen von Lilith. Er muss mit ihrer Suche nach Astaroth zusammenhängen. Okay. Kann man hier unten noch was machen oder mitnehmen oder so? Nee, sieht nicht so aus. Okay. Ja,
Untersucht die Unruhe im Feuerbruchanwesen. Wenn ich jetzt hier wieder rauskomme, heißt das. So, wo ist dieses Anwesen? Da oben. Dann machen wir uns doch mal... Pff, steht doch nicht alle hier im Weg rum. Machen wir uns mal auf. Nee. Ich dachte, der sagt jetzt vielleicht irgendwas Lustiges, irgendwas Cooles, keine Ahnung, aber das sind nur die normalen Dorfbewohner. Wandelt im Licht. Mhm, ich versuche es. Eine milde Gabe für einen alten Soldaten. Hier bitte. Ich danke euch, Wanderin. Was ist eure Geschichte? Ich wurde in den Tagen der Asche verwundet. Ich habe die Flamme des Dämons berührt. Damals dachte ich, ich sei mutig. Ich spüre immer noch, wie das Feuer über meine Hände tanzt, wie die Haut verbrennt. Jede Berührung schmerzt. Außer bare Münze. Ja, da bin ich mir nicht so sicher. Aber gut, es passiert offenbar jetzt nichts Großartiges, wenn man hier den Leuten was Geld gibt. Dann werde ich das in Zukunft auch nicht mehr machen. Ha. Was für eine Verschwendung von Wissen. Ja. Oh. Was für eine Verschwendung von Magie. Haben wir das jetzt hier? Müssten wir eigentlich doch gleich da sein, oder? Server, warum bist du so komisch am Haken? Boah. Ganz ehrlich, ich habe ein oder zwei kleine Hänger, sag ich mal, also dass das kurz gehakt hat, mal gehabt in der Klosbeta. Aber so extrem schlimm ist es nie gewesen in der Klosbeta. Willkommen im Feuerbruchanwesen, Reisende. Ich bin wegen des Vorfalls hier. Donan gab mir die Erlaubnis, mich umzusehen. Vorfall? Mehr hat er nicht gesagt. Er muss sein Arbeitszimmer meinen. Dort ist etwas Beunruhigendes geschehen. Okay. Sein Arbeitszimmer ist ein Dungeon. Okay. Ein großer Foliant mit dem Titel Grimoire der Asche. Die Seiten sind voll mit uralten Schriften über die Feuerdämonen der Hölle. Eine Passage handelt von Astaroth, dem verkohlten Herzog. Ich gucke erstmal hier. Ein verwitterter Foliant mit dem Titel Das Buch der Schutzzauber. Notizen erschrecken sich über den Rand eines Abschnitts zur Feuermagie. Ja, ich schätze, darum geht's hier wohl auch, ne? Dann gucken wir mal. Hallo? Müde. Mit jedem Tag rücken eure besten Zeiten weiter in die Ferne. Was wollt ihr von mir? Astaroth. Er ist tot. Astaroth kann nicht vergehen. Zumindest nicht durch euch. Was sagt
Hinfort, Dämonen. Ich verweigere mich euch. Seit wann seid ihr so schwach? Ich kann euch wieder zu alter Größe verhelfen. Kehrt in die Dunkelheit zurück, aus der ihr kommt. Hinfort, sagte ich! Das hört sich nicht gut an. Aber eine Sache würde ich gerne noch vorher sagen, bevor ich jetzt rausgehe und wahrscheinlich das totale Chaos ausbricht. Mich würde es echt mal interessieren, warum die eigentlich zwei verschiedenfarbige Augen hat. Wenn das irgendeiner von euch weiß. Also es gibt bestimmt Leute, die auch schon Diablo selber gespielt haben und die Folgen davor alle kennen und die Story dahinter. Wenn einer weiß, warum sie zweifarbige Augen hat, das schreibt mir doch bitte in die Kommentare, weil das würde mich echt interessieren. So, Moment. Müssen wir jetzt besiegt die angreifenden Ziegenmenschen? Achso, okay, das meinen die damit. Ist das jetzt nochmal explodiert? Ich glaube ja, oder? Guten Tag. Kommt mal alle her, bitte. Kann ich mir das so ein bisschen sparen? Oh, das ist nervig. Die kommen natürlich nicht. Den meinte ich aber nicht mit alle. La 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 la. Okay, jetzt verstehe ich, warum ich hier nicht rumkam. So, den klaue ich jetzt erstmal das Gold. Noch was? War noch was? Wo muss man hin? Ah, jetzt müssen wir... Ach, das ist durch. Okay. Ziegenmenschen. Sie haben sich noch nie so nah an das Anwesen gewagt. Vielleicht wurden sie von Liliths Gegenwart angezogen. Ich sah eine Vision von ihr in eurem Arbeitszimmer. Was sagt ihr? Eine Vision? Ich verstehe nicht ganz wie, aber es ist nicht das erste Mal. Ihr steckt ja voller Überraschungen. Kein Wunder, dass ihr Lorats Aufmerksamkeit erregt habt. Nun, jetzt versteht ihr meine missliche Lage. Die Tochter des Hasses in meinem eigenen Haus. Sie muss außer sich sein, dass ich sie verstoßen habe. Wer sind die anderen auf dem Gemälde an eurer Wand? Warum fragt ihr? Lilith verschwand, nachdem sie sie sah. The Fane und Erida. Die Druiden, die mir einst halfen, Astaroth zu töten. Ja, ja, ihr seid vielleicht auf der richtigen Spur. Ich habe mich ihr widersetzt, also will sie sie vielleicht als nächstes befragen. In den Dörfern nahe der Druiden sind Ritter stationiert. Wenn Lilith sie passiert hat, müssen sie sie gesehen haben. Ja, können wir noch mehr mit ihm sprechen? Oh, was werdet ihr jetzt tun? Ich muss mich um die Toten hier kümmern. Hätte ich gewusst, dass sie in Gefahr sind, hätte ich das Anwesen abgeriegelt. Verfluchte Lilith. Sie hat ihnen das angetan. Lilith scheint nicht zu glauben, dass ihr Astaroth vernichtet habt. Natürlich nicht. Dämonen sind arrogante Kreaturen. Sie würde niemals akzeptieren, dass unser eins Astaroth besiegen könnte.
Mir macht zu schaffen, warum sie nach ihm sucht. Was will sie? Astaroth stammte aus dem Reich des Hasses, dem Ort, den Lilith einst ihre Heimat nannte. Vielleicht liegt dort die Antwort. Ich muss darüber nachdenken. Erzählt mir von Aridar und Nafein. Sie waren einst wie Bruder und Schwester für mich. Aber das Leben hat uns auf unterschiedliche Pfade geschickt. Aridar wird von ihrer Mission verzehrt, über die Toten zu wachen. Ich sehne mich nach einer Zeit, in der wir über alte Geschichten sprechen, so wie früher. Und Nafein. Nun, es ist schade, dass er so bitter geworden ist. Er lebt wie ein Einsiedler tief im Wald, weigert sich, mich zu treffen. Warum habt ihr die Kathedrale nach Skoskling gebracht? Die Menschen loben oder verfluchen mich für diese Entscheidung. Es gibt keinen Mittelweg. Druiden wie Nafein glauben, ich hätte ihr Land den Rittern der Reue geschenkt. Glauben sie, ich hatte eine andere Wahl? Nach den Tagen der Asche brauchten wir Hilfe, um Skosglen wieder aufzubauen und zu beschützen. Die Kathedrale war bereit und willens. Ja, und... Nicht, solange ich in der Stadt bin. Ja, Entschuldigung, ich wollte eigentlich nur... Ich wollte eigentlich nur nochmal die Toten soweit auffüllen. Nahende Schatten, das Messer dreht sich, da sind wir doch eigentlich dran. Erkundigt sich euch bei den Rittern. Genau, das ist ja eigentlich das, was wir als nächstes verfolgen sollten. Dann würde ich sagen, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen und ich meine Stimme wieder ein bisschen auf Vordermann bringen kann. Und wir sehen den Rest dann in der nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.